Die Vielfalt der Themen, meine Damen und Herren, die wir in dieser Sendereihe bereits behandelt haben, bestätigt es immer wieder. Es gibt kaum eine Situation, auf die sich wendige Betrüger nicht sehr schnell einzustellen verstehen. Sie werden es vielleicht selbst zu spüren bekommen haben oder zumindest aus den Zeitungen wissen, dass in letzter Zeit die allgemeine Wirtschaftslage sich etwas verschlechtert hat und hier und da auch Arbeitsplätze in Gefahr geraten sind. Und sofort waren sie wieder da, die Kredithaie und Umschuldungsbetrüger, denn ihr Weizen blüht immer dann am besten, wenn die Konjunktur rückläufig ist. Sie haben es mit ihren Fangstrücken ganz besonders auf jüngere Ehepaare abgesehen, die vorher den Verlockungen der Schaufenster nicht widerstehen konnten und deshalb in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Herbert Moser ist Facharbeiter in einer Porzellanmanufaktur in Oberfranken. Er ist 25 Jahre alt, seit anderthalb Jahren verheiratet, hat ein Kind und verdient brutto 1200 Mark im Monat. Herbert Moser hat sich, wie viele junge Menschen, zu Beginn seiner Ehe finanziell etwas übernommen. Das junge Paar hatte geplant, dass Frau Moser noch einige Jahre berufstätig bleiben sollte und deshalb relativ großzügig Möbel und Hausrat angeschafft. Als sich jedoch unverhofft schnell Nachwuchs einstellte und Frau Moser nicht mehr mitverdienen konnte, kamen sie mit ihrem Abzahlungsplan in Schwierigkeiten. Und so trifft es Herbert Moser besonders hart, als sich in der Firma Gerüchte bestätigen, die die Belegschaft schon seit mehreren Wochen beunruhigt hatten. Du, komm mal her. Kurzarbeit. Ja, komm mal her. Die Nachricht von der bevorstehenden Produktionseinschränkung verbreitet sich im Betrieb in Windeseile. Kurzarbeit. Na, Moser, jetzt ist es also soweit. Was ist soweit? Was meinst du denn? Na, klar, schwarzen Brett. Brief von der Betriebsleitung. Hat nächste Woche Kurzarbeit wegen der schlechten Auftragslage. Die machen sich's einfach da oben. Wie wir über die Runden kommen sollen, wenn wir noch weniger Geld verdienen, da fragt keiner nach. Jetzt reg dich doch nicht so auf, davon wird es doch auch nicht besser. Sei froh, dass sie nicht die Hälfte von uns auf die Straße setzen, das wäre doch viel schlimmer. In dem Brief steht, dass wir vom Arbeitsamt einen Ausgleich kriegen. Am Ende soll er praktisch auf das Gleiche kommen wie bei normaler Arbeit. Das möchte ich erst mal sehen. So einfach ist es, glaube ich, auch nicht. Na, warte doch erst mal ab. Um 4 Uhr steht in dem Brief ist eine Versammlung, da wollen die uns das erklären. Ich weiß nicht recht. Verdammt, dann Mist doch, das noch. Das kommt wirklich alles zusammen. Herbert Moser bleibt an diesem Tag wegen der angesetzten Betriebsversammlung ungewöhnlich lange aus. Als er endlich nach Hause kommt, ist er wortkarg und deprimiert. Guten Abend. Grüß dich. Du kommst aber spät. Wo warst du denn so lange? Ach Mensch, wir hatten heute so eine Versammlung. Das Essen ist ganz reingeschmort jetzt. Versammlung, sagst du? Was denn für eine Versammlung? Naja, im Betrieb, du weißt doch. Seit Wochen hat es doch schon Gerüchte gegeben. Und heute haben sie es uns gesagt, in einer Woche gibt es Kurzarbeit. Kurzarbeit? Um Gottes Willen, was verdienst du denn dann? Wie sollen wir denn da zurechtkommen? Nur reg dich doch nicht auf. Ich habe auch erst gedacht, dass es schlimmer wird. Aber wir kriegen ja Kurzarbeitergeld vom Arbeitsamt. Na, alles in allem genommen haben wir dann ungefähr 80 Mark weniger im Monat. Ja, wie soll denn das werden? Wir haben ja jetzt schon nicht genug, seitdem ich nicht mehr arbeiten kann. Irgendwie wird es schon werden. Wenn wir alles nochmal durchgehen, dann bringen wir die Raten schon irgendwie zusammen. Für dich ist es immer ganz einfach. Du nimmst immer alles auf die leichte Schulter. Du brauchst dich ja beim Kaufmann nicht schief angucken zu lassen. Da schau her, was das ist. Schon wieder eine Mahnung, wegen der Rate für die Waschmaschine. Herbert und Gudrun Moser reden noch lange an diesem Abend über ihre Geldprobleme. Verzweifelt suchen sie nach einem Ausweg aus der Zwangslage. Schließlich gibt Frau Moser dem Gespräch eine neue Richtung. Und wenn wir etwas verkaufen, den Fernseher vielleicht oder einen Kühlschrank. Du, da stehen doch öfter mal solche Anzeigen in der Zeitung. Irgendwie müssen wir einfach zu Geld kommen, da bleibt nichts anderes übrig. Den Kühlschrank, das geht nicht, das ist noch nicht bezahlt. Höchstens den Fernsehapparat. Wenn das klappen würde, hätten wir das Geld für die anderen Raten. Guck doch mal in die Zeitung, die liegt drüben im Wohnzimmer. Vielleicht sucht da jemand ein gutes, gebrauchtes Gerät.
Immobilien, Bekanntschaften, Tiermarkt. Hier, guck mal, hier ist was Interessantes. Hier steht Geld sorgen. Wir helfen Ihnen. Du wolltest doch wegen Fernseher gucken, wer einen haben will. Ja, schon richtig, aber für einen gebrauchten Fernsehapparat kriegst du doch nichts. Wir übernehmen Ihre Schulden und Sie bezahlen in bequemen kleinen Raten. Wie soll denn das gehen? Wir fassen für Sie alle Schulden zusammen und Sie zahlen weniger als bisher nur noch an eine Stelle, an Schnellfinanz, Institut für Vermögensberatung. Ja, du Mensch, Gudrun, ich glaube, das wäre doch die Lösung. Weniger Raten als bisher und dafür ein bisschen länger. Ja, da gehe ich morgen nach der Arbeit gleich mal hin. Das wohl was ist, ich weiß nicht recht. Ja, fragen kann man ja mal. Und wenn es nichts ist, können wir immer noch den Fernsehapparat oder was anderes verkaufen. Ich gehe da erst mal hin. Im Büro der Firma Schnellfinanz wird Herbert Moser am nächsten Tag von einer Sekretärin empfangen. Guten Tag. Sie wünschen? Grüß Gott. Ich habe Ihre Annonce in der Zeitung gelesen. Ach ja, natürlich. Wie ist Ihr Name bitte? Moser, Herbert. Nehmen Sie doch bitte einen Moment Platz, Herr Moser. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Ja, gern. Bitte sehr. Es wird nicht lange dauern. Herbert Moser ist etwas unsicher. Aber er fasst Hoffnung und schließlich auch Vertrauen. Die bereitliegende Fachliteratur und die gediegene Atmosphäre in dem Büro machen Eindruck auf ihn. Wie gesagt, Sie brauchen sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Das kriegen wir schon hin. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, jetzt sind Sie wohl dran, Herr Moser, Herr Direktor. Ah ja, bitte, kommen Sie doch rein, Herr Moser. Ja, danke. Bitte schön. Bitte, nehmen Sie doch Platz, Herr Moser. Wo drückt uns denn der Schuh? Ja, also, wir machen nämlich jetzt Kurzarbeit und da langt es jetzt einfach nicht mehr für die Raten. Aha. Vorerst haben wir ja gedacht, dass meine Frau noch eine Weile mitarbeiten kann, aber dann kam plötzlich das Kind. Und da hat es dann eben schon nicht mehr gelangt. Und jetzt eben noch die Sache mit der Kurzarbeit. Wir wissen einfach nicht mehr, was wir machen sollen. Na, keine Angst, Herr Moser, das kriegen wir schon hin. Jetzt sagen Sie mir doch bitte im Einzelnen, was Sie so an Verpflichtungen haben. Verpflichtungen? Hm? Ach, Sie meinen Schulden? Ja. Ah ja, also da sind erstmal die Raten für die für den Kühlschrank und die Waschmaschine und die Möbel. Mhm. Und dann, ah ja, jetzt eben noch für den Kinderwagen und die Babyausstattung. Mhm. Haben Sie die Unterlagen alle dabei, Herr Moser, die Ratenverträge und so weiter. Mhm. Hier sind sie. Bitte. Herbert Moser glaubt sich in guten Händen. Der jovial wirkende Chef des Finanzierungsbüros ist offensichtlich juristisch bewandert und auch in der Finanzwelt zu Hause. Er macht auf seinen Besucher einen guten Eindruck. Und schließlich unterbreitet er Herbert Moser auch einen Vorschlag, wie seine Finanzprobleme zu lösen wären. Also passen Sie auf, Herr Moser. Sie haben jetzt insgesamt 3.426 Mark Schulden bei 5 verschiedenen Firmen. Das ergibt für Sie eine bisherige Monatsrate von 361 Mark und 45 Pfennigen. So. Und bei mir zahlen Sie jetzt nur noch monatlich 215 Mark. Das ist doch ein Vorschlag. Da sind Sie erstmal aus dem Schneider raus, nicht? Das heißt also, die Raten werden für Sie praktisch gestreckt. Sie zahlen lediglich ein bisschen länger. Aha. Prima, ja. Und sollte unsere Umschuldung hinfällig werden, weil Sie auch die neuen, niedrigeren Raten nicht bezahlen, oder weil Sie uns nicht mehr brauchen, weil Sie vielleicht im Lotto gewonnen haben, dann behalten wir lediglich die beiden ersten Raten für unseren Arbeitsaufwand und Spesen und alles andere ist erledigt. Ah ja, das ist gut. Ich zahle also dann nur noch an Sie und Sie zahlen meine Raten an die Firmen, wo ich die Schulden habe. Ja, genau so. Sie haben es verstanden. So, nun unterschreiben Sie mal hier. Papier kriegen Sie ja leider immer sein, nicht? Und hier und hier. Bitte sehr. Ohne viel zu fragen, unterschreibt Herbert Moser die Formulare, die ihm der Chef des Umschuldungsbüros vorlegt. Dass der Vertrag für ihn einen entscheidenden Haken enthält, merkt der juristisch unerfahrene Mann nicht.
aber der Inhaber der Schnellfinanz gibt sich damit noch nicht zufrieden. Er verlangt noch zwei weitere Unterschriften. Tja, das wäre es dann schon fast, Herr Moser. Jetzt müssen Sie mir nur noch diese beiden Wechsel unterschreiben für die beiden ersten Raten. Die müssen hier quer unterschrieben werden, ja? Und wenn das Geld dann da ist, ist von uns aus alles in Ordnung. Herbert Moser weiß nicht, dass diese beiden Unterschriften ganz besonders gefährlich sind. Ja. Denn ein Wechsel muss immer eingelöst werden, auch dann, wenn sich später herausstellt, dass die Unterschrift erschlichen oder unter falschen Voraussetzungen zustande gekommen ist. So. Wie gesagt, Herr Moser, Sie brauchen sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Das kriegen wir schon hin. Also, dann auf Wiedersehen, Herr Moser. Auf Wiedersehen, Herr Dille. Von Kanz, kommen Sie bitte. Sofort, Herr Direktor. Ja, bitte. Also, Frau Kalms, das sind jetzt die ganzen Unterlagen von diesem Herrn Moser. Legen Sie doch bitte eine neue Akte an und legen Sie sie auf Kamin, ja? In 4 Wochen schicken wir dann an alle Gläubiger von dem Herrn unseren Formbrief und dann, naja, Sie wissen ja Bescheid. Dann das Übliche. Ist gut, Herr Direktor. Das Übliche. Das bedeutet, dass Herbert Moser, so wie Tausende vor ihm, glaubt, seine Schwierigkeiten gemeistert zu haben. Auch er löst pflichtbewusst und korrekt die Wechsel für die beiden ersten Raten ein. Als er nach einigen Wochen dennoch von den alten Gläubigern Mahnungen und auch einen Zahlungsbefehl bekommt, hält er das Ganze für einen Irrtum und schickt alles an die Firma Schnellfinanz weiter. Er weiß nicht, dass es in der Umschuldungsfirma üblich ist, Vorgänge dieser Art nicht weiter zu beachten und sie einfach abzulegen. Und so hält es Herbert Moser auch zunächst für einen Irrtum, als einige Wochen danach an einem späten Nachmittag der Gerichtsvollzieher ins Haus kommt und einen Schuldtitel vorweist. Tja, also, tut mir leid, Herr Moser. Ein Irrtum scheint mir ausgeschlossen zu sein. Sie haben doch die Möbel bei der Firma Hunger gekauft, oder etwa nicht? Ja, das ist schon richtig, aber das kann trotzdem nicht sein. Ich habe doch bei der Schnellfinanz eine Schuldenzusammenfassung gemacht und die haben das alles übernommen. Ach, so ist das. Sie sind bei einem Umschulungsbüro gewesen. Ja, ja. Ich wusste doch nicht mehr ein noch aus. Aha. Und die Mahnungen und den Zahlungsbefehl von Möbel Runge? Was haben Sie denn damit gemacht? Haben Sie da gar nicht drauf reagiert? Das habe ich alles zu der Schnellfinanz geschickt. Die sind doch jetzt dafür zuständig nach meinem Vertrag. Ach, du lieber Gott. Da sind Sie, wie mir scheint, auf einen Schwindler reingefallen. Wissen Sie, das haben wir öfter. Die Leute sind nur an ihren Gebühren interessiert. Und die kassieren sie meistens schon mit den beiden ersten Raten. Und dann haben sie in ihren Verträgen immer so Klauseln, mit denen sie ihre Tätigkeit einfach einstellen können. In der Praxis sieht das so aus. Das Umschuldungsbüro schreibt einen, meist sogar ziemlich frechen Brief an die Gläubiger, in diesem Falle also an die Firma Möbel Runge, dass sie in Zukunft von Ihnen, Herr Moser, nur kleinere Raten kriegen wird. Damit sind die Firmen natürlich nicht einverstanden. Für das Umschuldungsbüro ist die Sache allerdings gelaufen. Die erklären schlicht und einfach, unsere Vermittlungsbemühungen sind gescheitert. Sie rühren keinen Finger mehr. Aber die beiden ersten Raten haben sie natürlich eingesteckt. Aber was heißt denn das? Sollen wir das Geld nochmal bezahlen? Ja, ich glaube schon. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie jetzt zahlen können. Sonst muss ich hier etwas finden. Aber das ist ja furchtbar. Was kann man denn dagegen machen? Ich fürchte nicht viel. Dazu ist es jetzt einfach zu spät. Sie hätten den Zahlungsbefehl nicht übergehen dürfen. Ja, aber wir haben das Geld doch nicht. Ja, ich verstehe schon. Aber ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Der Fernseher, ist der bezahlt? Ja, der ist bezahlt. Und ein Radio haben Sie ja auch noch? Ja, dann muss ich ihn leider pfänden, den Fernseher. Der Fall Herbert Moser, meine Damen und Herren, ist kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren sind nach vorsichtigen Schätzungen weit über 100.000 Menschen auf die Machenschaften unseriöser Umschuldungsbüros hereingefallen.
Manche dieser Schwindelfirmen haben jeweils in kürzester Zeit mehrere tausend Menschen mit dieser üblen Masche ins Verderben gelockt. Besonders verhängnisvoll ist auch die Tatsache, dass hier wieder einmal ganz gezielt nur die sozial Schwachen von den Betrügern anvisiert werden. Um den Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, haben sich manche dieser Firmen im benachbarten Ausland, insbesondere in Liechtenstein und Luxemburg, angesiedelt und legen von dort ihre Netze aus. Und damit für heute zunächst einmal genug von diesem unerfreulichen Thema. Unser nächstes Beispiel erscheint daneben auf den ersten Blick recht ausgefallen und geradezu kurios. Aber es zeigt, glaube ich, besonders deutlich, dass man beim Abschluss eines Vertrages auch dann hereinfallen kann, wenn in den Formulierungen keinerlei Fallstricke und Hintertüren zu finden sind. Mitunter steckt der Pferdefuß nämlich nicht im Vertragstext selbst, sondern in den Lücken. Das heißt, dass Einzelheiten, die durchaus wichtig wären, im Vertrag absichtlich ausgeklammert und mit keinem Wort erwähnt sind. Die Frau, die im Dezember vergangenen Jahres diese Erfahrung gemacht hat, heißt Elise Dengler. Sie ist 70 Jahre alt und bewohnt zusammen mit der Familie ihres Sohnes ein kleines Haus am Rande einer süddeutschen Großstadt. An einem Samstagvormittag arbeitet Frau Dengler im Garten vor ihrem Haus. Sie ist so vertieft, dass sie den Mann zunächst gar nicht bemerkt, der sie schon seit einigen Minuten beobachtet. Er steigt schließlich aus seinem Wagen und spricht die alte Dame mit ausgesuchter Höflichkeit an. Ach, guten Tag, gnädige Frau. Verzeihen Sie, darf ich mal einen Augenblick stören? Na bitte? Sie können mir sicher sagen, wem dieses Haus gehört. Natürlich, es gehört mir. Warum wollen Sie das denn wissen? Wollen Sie mir was verkaufen? Verkaufen? Nein, um Gottes Willen, gnädige Frau. Nein, nein. Ich suche für Werbezwecke einige Häuser mit hübschen und gepflegten Vorgärten. Und Ihre ist ja wirklich sehr gut in Schuss. Da muss ja im Frühjahr und im Sommer eine wahre Pracht sein. Sicher das Schönste in der ganzen Umgebung. Ja, ich glaube schon. Ich beobachte oft, wie die Leute am Zaun stehen bleiben und sich über meine Rosen freuen. Wie schön für Sie. Was haben Sie denn für Sorten? Darf ich mal sehen? Bitte schön, kommen. Dankeschön. Ich zeige Ihnen das sehr gerne. Sehen Sie mal, hier ist eine besonders schöne. Der Mann, der sich an diesem Samstag mit der alten Dame scheinbar ganz harmlos unterhält, hat mit sicherem Gespür Frau Denglers schwache Stelle herausgefunden. Wenn es um ihren Garten geht, ist sie für Schmeicheleien durchaus empfänglich. Und sie würde nie auf den Gedanken kommen, dass ein Mensch, der so viel von Rosen versteht, ein Betrüger sein kann. Tja, also wenn Sie im Frühjahr oder noch besser im Juni ein Foto machen wollen, für was soll die Werbung eigentlich sein? Für Dünger? Das Fotografieren ist eigentlich gar nicht so wichtig. Da haben Sie ja nicht viel davon. Aber ich glaube, ich könnte Ihnen da eine viel bessere Sache vorschlagen. Moment, ich zeig Ihnen mal was. Ach, verzeihen Sie mir, Frau, wo könnte ich denn mal meine Papiere mal hinlegen? Ach, kommen Sie doch mal eben mit rein. Drinnen ist ja auch viel wärmer. Aber gerne, wenn Sie meinen. Bitte. Mit einem ganz beiläufigen Satz erreicht es der Mann, dass Frau Dengler ihn selbst in die Wohnung bittet. Und hier kommt er nun auch zum eigentlichen Zweck seines Besuches. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Hübsch haben Sie es hier. Sehen Sie, wir sind eine große Werbeagentur und wir haben von den besten Hotels und von einigen kulturellen Veranstaltern, Theatern und so, große Aufträge. Tja, und was soll ich dabei tun? Ja. Für Sie ist die Sache unter Umständen recht lukrativ und aber selbstverständlich absolut seriös. Wir wollen für unsere Kunden eine neue Werbung aufbauen, mit Hinweistafeln. Ja, und wir wollen den Leuten helfen, dass sie den Weg besser finden, gewissermaßen. Sie verstehen? Aha. Ja, und dafür suchen wir nun die besten Aufstellplätze. Nicht irgendwelche, sondern Vorgärten, die so hübsch und so gepflegt sind wie Ihrer. Der Ruf unserer Kunden verlangt es einfach, dass wir die Schilder in einer hübschen Umgebung aufstellen. Ein Schild in meinem Vorgarten? Nicht umsonst natürlich. Unsere Kunden sind bereit, für diese geschmackvolle Werbung so viel auszugeben, dass wir ihnen monatlich 50 Mark dafür bezahlen können. Tja, aber dafür ein Schild in meinem Vorgarten? Das sind 600 Mark im Jahr. Wenn Sie das als Gärtnerin sehen, 50 Ballen Torf. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, gnädige Frau, das Geld allein sollte nicht den Ausschlag geben. Wenn das nun ein hässliches Allerweltsschild wäre, aber
Schauen Sie es sich doch mal an. Ich finde es sehr repräsentativ und grafisch außerordentlich gelungen. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, unsere Schilder stehen nur in ausgesucht schönen Vorgärten. Es ist keineswegs so, dass wir diesen Vorschlag jedem Hausbesitzer machen. 50 Mark monatlich wären ja für einen simplen Aufstellplatz auch viel zu viel. Damit ist eben die Liebe und die Mühe mit honoriert, die Sie dann gewissermaßen auch für uns mit in den Garten gesteckt haben. Aber bitte schauen Sie sich den Vertrag doch ruhig mal an. Ach, würden Sie mir... Der redegewandte und aalglatte Vertreter der angeblichen Werbeagentur kennt seinen Spruch. Er hat nun keine großen Schwierigkeiten mehr, die Frau restlos zu überzeugen. Sie glaubt schließlich selbst daran, dass das Schild fast so etwas wie eine Auszeichnung für ihren Garten ist. Und 50 Mark im Monat weiß sie, auch wenn sie es nicht so gerne zugibt, durchaus zu schätzen. Weg Nummer 12. So. Tja, ich freue mich aufrichtig, Frau Dengler, dass wir auf Sie zählen dürfen. Bitte lesen Sie den Vertrag genau durch. Da gibt es keine kleingedruckten Klauseln. Ach, sagen Sie bitte, was bedeutet das? Wenn ein Vertragspartner den Vertrag nicht einhält, hat er dem anderen Vertragspartner als Abstand dafür, die für die gesamte Vertragszeit vereinbarte Mietsumme zu zahlen. Gut, dass Sie das ansprechen, Frau Dengler. Das ist praktisch eine zusätzliche Garantie für Sie. Nehmen wir mal an, Sie kaufen im Frühjahr Blumen und stecken eine Menge Arbeit in den Garten. Dann kämen wir plötzlich und würden sagen, liebe Frau Dengler, wir haben zwar für 2 Jahre einen Vertrag mit Ihnen geschlossen, aber nun wollen wir nicht mehr und holen das Schild wieder ab. In diesem Fall würden Sie trotzdem für die ganzen 2 Jahre die Miete bekommen. Ach, das ist aber wirklich sehr anständig. Ist es auch, ja. Bitteschön. Frau Dengler liest den Vertrag in Ruhe zu Ende. Er ist klar formuliert, sodass sie keine weiteren Fragen hat. Aber sie merkt nicht, dass das vorgelegte Musterplakat mit der Hotelwerbung nur ein unverbindliches Beispiel war und im Vertrag nicht festgelegt ist, für wen das Schild in ihrem Vorgarten werben soll. Und es ist schließlich auch nirgendwo die Rede von der Größe des Schildes. So fällt sie aus allen Wolken, als 14 Tage später ein Wagen der Werbeagentur mit dem Schild vorfährt. Es ist so groß, dass es beinahe das ganze Haus verdecken würde. Und die Aufschrift wirbt nicht für ein erstklassiges Hotel oder ein Theater, sondern für ein Nachtlokal. Wollen Sie etwa zu mir? Sind Sie Frau Dengler? Ja. Ja, dann will ich zu Ihnen. Ich bringe Ihr Schild, Frau Dengler. Wieso mein Schild? Dieses Ding? Ja. Och, das muss ja wohl ein Irrtum sein. Bei mir kommt nur so ein ganz kleines Schild hin. Eines fürs Hotel Splendid. Ja, davon weiß ich nichts. Ich habe nur den Auftrag, das Schild hier abzuladen. Wo soll ich denn hinlegen? Vielleicht hier rüber, ne? Um Gottes Willen, das sind doch meine Rosen. Ja, die müssen sowieso weg, Frau Dengler. Da muss ja das Betonfundament hin. Was glauben Sie denn? So ein Mords-Otto? 4x6 Meter. Der muss schon ordentlich feststehen. Unterstehen Sie sich, junger Mann. Wehe, wenn Sie auch nur ein Stück davon auf meine Rosen werfen. Das ist bestimmt ein Irrtum. Nehmen Sie es wieder mit. Ja, so einfach geht das nicht, Frau Dengler. Ich muss doch schließlich meinen Auftrag ausführen. Es sei denn, Sie geben mir einen Zettel oder sowas, dass Sie die Annahme verweigert. Meinetwegen. Aber nehmen Sie mir bloß das Monstrum wieder mit. Ja, nur regen Sie sich mal nicht so auf, Frau Dengler. Ich kann ja nichts dafür. Ich habe mit denen auch nichts zu tun. So, da habe ich einen Block. Da schreiben wir jetzt mal Folgendes. Hiermit bestätige ich, dass der Fahrer der Werbeagentur Meier heute bei mir ein Schild abladen wollte. Schreiben Sie ein 4x6 Meter großes Schild. Ja, gerne. Ein 4x6 Meter großes Schild abladen wollte. Ich habe die Genehmigung verweigert. Das Schild darf nicht aufgestellt werden. So, Ihre Unterschrift bitte. Die können Sie gerne haben. Und einen Brief werde ich denen auch noch hinterher schicken. Darauf können Sie sich verlassen. Schließlich habe ich ja schriftlich, was für ein Schild da aufgestellt werden soll. Oh ja, machen Sie das nur, Frau Dengler.
Wenn Sie das schriftlich haben, dann wird das schon in Ordnung gehen. Also, Wiedersehen, Frau Dinger. So was Verrücktes. Ein Glück, dass ich zu Hause war. Erst als Frau Dengler ihren Vertrag jetzt noch einmal ganz genau unter die Lupe nimmt, kommen ihr Zweifel. Erst jetzt merkt sie, dass über Größe und Aufschrift des Schildes nur mündlich bei der Unterhaltung mit dem Vertreter gesprochen wurde und im Vertrag immer nur ganz allgemein von einem Schild die Rede ist. Sie werden es schon ahnen, meine Damen und Herren, wie die Geschichte weitergegangen ist. Die angebliche Werbeagentur verlangte von Frau Dengler nun die vereinbarte Abstandszahlung in Höhe von 2 Jahresmieten, also 1200 Mark. Wenn man überlegt, dass man dieses Geschäft als Serie anlegen kann und mit dem Lastwagen praktisch immer nur vorfährt, ohne jemals abzuladen, lässt sich abschätzen, was mit diesem Trick verdient werden kann. Der Zettel, auf dem sich der Lastwagenfahrer ausdrücklich bestätigen ließ, dass Frau Dengler das Schild nicht aufstellen lassen wollte, war natürlich von vornherein eingeplant. Er macht es dem Schwindelunternehmen einfach, später auf eine Vertragsverletzung zu pochen. In unserem nächsten Beispiel, meine Damen und Herren, geht es wieder einmal um Automaten. Sie wissen aus früheren Sendungen, dass sich gerade in diesem Bereich seit Jahren relativ viele unseriöse Geschäftemacher tummeln. Aber sie verstehen es, ihre alten Tricks immer wieder neu aufzupolieren. Und sie suchen sich wie eh und je ganz bestimmte Zielgruppen aus. Besonders gefährdet sind zurzeit, wie unser nächstes Beispiel zeigt, die Inhaber von ländlichen Gastwirtschaften und kleinen Lebensmittelgeschäften. Schönen Dank. In der knapp 600 Einwohner zählenden Gemeinde Ebenhofen im Spessart gibt es nur ein einziges kleines Lebensmittelgeschäft. Die Frauen des Dorfes kaufen hier für den täglichen Bedarf. Größere Einkäufe werden in neuerer Zeit in der nahegelegenen Stadt besorgt. Für Martha Weitzel wirft der kleine Laden gerade noch so viel ab, dass sie ohne größere Sorgen davon leben kann. Die erwachsenen Kinder sind aus dem Haus. Seit dem Tod ihres Mannes führt Frau Weitzel das Geschäft allein. So, meine liebe Frau Nusser, da haben wir auch die Bohnen. Soll sehr sonst gut noch was sein? Danke, Frau Weitzel, das wär's. Schön. Frau Weitzel ist bei ihrer Kundschaft beliebt. Sie gilt als besonders freundlich und hilfsbereit. Ihre Kunden kennen sie fast alle schon seit vielen Jahren. Fremde kommen nur selten in ihr kleines Geschäft. Das macht zusammen 4,88 Mark. Aha, bitteschön. Moment bitte, ich bin gleich soweit. Den Mann, der an diesem Tag um die Mittagszeit ins Geschäft kommt, hat Frau Weitzel noch nie gesehen. Noch bevor er nach seinen Wünschen gefragt wird, schaut er sich interessiert um. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Frau Weitzel. Guten Tag. Was soll's denn sein? Nein, ich will nichts kaufen. Mein Name ist Schubert, ich komme von der Firma Eismann in Fulda. Ach so, ein Vertreter sind Sie. Naja, vielleicht haben Sie keine guten Erfahrungen gemacht mit Vertretern. Aber ich will Ihnen nichts Nutzloses aufschwatzen, im Gegenteil. Wenn Sie mal ein paar Minuten Zeit haben, werden Sie sehen, dass ich Ihnen ein sehr gutes Angebot machen kann. Sehr gutes Angebot, ach wissen Sie, das sagen alle Vertreter. Und im Endeffekt kostet es dann doch immer nur Geld. Aber nein, Frau Weitzel, es geht doch nur darum. Frau Weitzel ist zunächst skeptisch. Aber sie möchte sich natürlich schon anhören, was für ein Angebot ihr der Vertreter zu unterbreiten hat. Deshalb bittet sie den Mann in einen kleinen Nebenraum, damit sie das Gespräch nicht im Laden führen muss. Geben Sie acht Schritte, stolpern Sie nicht. Nach rechts bitte, ja? Ja, bitte. Setzen Sie sich doch. Sehen Sie, Frau Weitzel, unsere Firma hat nach gründlichen Marktforschungen festgestellt, dass es gerade die ländlichen Geschäfte sind, denen neue Einnahmequellen erschlossen werden müssen. Naja, Sie haben schon recht. Ich würde gern etwas mehr verdienen. Das Geschäft geht leider zurück. Die Leute haben heutzutage alle Autos und fahren zu oft in die Stadt, in die großen Kaufhäuser und Einkaufszentren. Sehen Sie, Frau Weitzel, und genau da wollen wir Ihnen helfen. Wir wollen Ihr Geschäft attraktiver machen. Und zwar durch einen Automaten, der ganz selbstständig Softeis herstellt. Ach, Eis? Das bringt doch nichts ein. Und außerdem ist das ja ein Saisongeschäft. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, Frau Weitzel. Gerade das Softeis lässt sich praktisch das ganze Jahr über verkaufen. Und wenn Sie sich die statistischen Zahlen ansehen, dann werden Sie feststellen, wie enorm der Eisverbrauch überall ansteigt.
Als Geschäftsmann muss man da einfach mitmachen. Nun, gut. Und wie ist das nun mit Ihrem Angebot? Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, Frau Weitzel. Die Firma Eismann stellt Ihnen zunächst für einen Zeitraum von 3 Jahren einen Softeisautomaten zur Verfügung. Und zwar völlig kostenlos. Sie brauchen über unsere Firma lediglich das Eispulver zu beziehen. Da liegt für Sie ein Reingewinn von glatten 100% drin. 100%? Ja, also das müssen Sie mir schon etwas genauer erklären. Bitte, Frau Weitzel, sehen Sie, hier haben Sie die Kalkulation. 1 Kilogramm Eispulver kostet 11 Mark. Dazu kommen Eisbecher und Eistüten, das macht nochmal 1 Mark. Sie zahlen also zusammen 12 Mark. Der Verkaufserlös aus 1 Kilo Eispulver beträgt aber mindestens 24 Mark. Mhm. Das klingt gar nicht so schlecht. Und die Maschine kostet Sie, wie gesagt, nichts. Sie verdienen also 12 Mark pro Kilo, genauso viel, wie Sie das Eispulver kostet. Und nun sagen Sie selbst, ist das nicht ein gutes Angebot? Naja, schon. Aber sagen Sie, was ist denn das für eine Maschine, dieser Automat? Also wenn ich Ihnen raten darf, Frau Weitzel, dann wäre eine 3-Zapfer-Standmaschine das Richtige für Sie. Das Gerät stellt etwas vor, ist robust und passt auch platzmäßig gut in Ihr Geschäft. Ja, meinen Sie? Und was meinen Sie, wenn erst die Kinder die Eismaschine entdecken, wie die dann ihre Mütter traktieren? Und Sie wissen selbst, Frau Weitzel, wenn die Mütter einmal öfter im Laden stehen, dann kaufen Sie auch mal was extra. Mhm. Verlassen Sie sich darauf, die Eismaschine wird auch Ihren übrigen Umsatz anheben. Naja, vielleicht haben Sie recht. Und wann könnten Sie denn diese Maschine hier aufstellen? Tja, das liegt an Ihnen. Das kann ganz schnell gehen. Kundschaft, da muss ich mal schnell in den Laden. Warten Sie, Frau Weitzel, es ist ja eigentlich alles ganz klar. Ja. Wenn Sie hier rasch unterschreiben, veranlasse ich hier alles Notwendige und Sie können die Maschine schon nächste Woche haben. Frau Weitzel, sind Sie da? Ja, Moment bitte, ich komme gleich. Sehen Sie, es kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. Sie haben ja kein Risiko. Sie unterschreiben hier lediglich, dass Sie bei uns das Eispulver bestellen. Na gut, meinetwegen. Geschickt hat der Vertreter die Situation ausgenutzt. Eilig unterschreibt Frau Weitzel, bevor sie zu ihrer nächsten Kundin in den Laden geht. Danke, halt das genügt. Komm, ich nehme ab. Dankeschön. Zwei Tage später, am Sonntagnachmittag, hat Frau Weitzel Besuch. Ihr Sohn Horst und dessen junge Frau Irma sind zum Kaffee vorbeigekommen. Es gibt eine Reihe von Neuigkeiten zu erzählen. Frau Weitzel berichtet auch von dem Vertreter, der ihr am Freitag das Angebot mit der Softeismaschine gemacht hat. Da sieht ihr das mal durch, das ist eine gute Sache. Die Maschine ist gratis. Ja, dann müssen wir sehen. Schenkst du mir doch noch ein bisschen ein, Mutti? Mhm. Weißt du, Mutti, der Horst ist da sehr vorsichtig. Gerade Sachen, die sich so gut anhören, die haben dann meistens irgendeinen Haken. Also, eine 3-Zapfer-Standmaschine wird kostenlos aufgestellt. Ja, das scheint korrekt. Mhm. Aber hier, 160 Kilogramm Eispulver im Vierteljahr. Ist das nicht ein bisschen viel, Mutter? 160 Kilo im Vierteljahr? Ja, steht da. Zeig doch mal her. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Vertreter hat immer nur gesagt, dass das 11 Mark kostet und dass ich 100% daran verdiene. Das hat er mir sogar ausgerechnet. Ja, 160 Kilo Eispulver im Vierteljahr. Gib mir doch mal ein Stück Papier. Irgendwie rechts oben. Ja. Hoffentlich hat Mutter da keine Dummheit gemacht. Ja, eben. So, dann wollen wir das mal nachrechnen. Also, das sind 160 Kilo mal 11 Mark. 60, das sind zusammen 1760 Mark im Vierteljahr. Dazu kommen jetzt noch 160 Mark für Eisbecher und Tüten. Das sind zusammen 1920. Ja, das ist jetzt aber nur für ein Vierteljahr. Du musst das Ganze mal 4 nehmen. Das heißt, du kaufst für fast 8000 Mark Eispulver im Jahr. Gottes Willen. Ist doch viel zu viel. Tja, und der Vertrag läuft über 3 Jahre. Aber das kann doch gar nicht sein. Was mache ich denn da? Nun lass uns mal erstmal die Sache von der anderen Seite her rechnen, was bei dem Geschäft rauskommen kann. Ja, mach das mal. Also, du sollst 160 Kilo Eispulver im Vierteljahr verarbeiten. Das sind in der Woche rund 12 Kilo. 2 Kilo pro Tag. 2 Kilo Eispulver am Tag? Wie viel macht denn das? Das weiß ich auch nicht, mein Freund. Naja, das steht doch alles hier in der Kalkulation.
Ein Kilo Pulver ergibt Eis für insgesamt 24 Mark. Das heißt mit anderen Worten, du musst ja 2 Kilo am Tag verarbeiten. Du musst Eis für 48 Mark am Tag verkaufen. Wenn du die Portion zu 50 Pfennig rechnen willst, sind das fast 100 Portionen am Tag. Um Gottes Willen, das ist doch überhaupt nicht zu schaffen. Hier in dem kleinen Dorf gibt es doch höchstens 50 Kinder, die dafür in Frage kommen. Und welche Mutter kann sich das schon leisten, den Kindern jeden Tag Eis zu kaufen? Na, ich hab mir ja gleich gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Aus dem Vertrag muss ich raus. Da musst du mir helfen. Ja, nur ist ja gut. Nur keine Aufregung, Mutter. Ich werde mich da mal drum kümmern, dass die Klausel mit der Abnahmegarantie geändert wird. Das müssen die doch schließlich einsehen, dass man in so einem kleinen Ort nicht so viel Eis verkaufen kann. Ja, aber davon hat mir der Vertreter auch überhaupt nichts gesagt. Die Zuversicht ihres Sohnes beruhigt Frau Weitzel etwas. Im Stillen glaubt sie, dass sich der Vertreter nur geirrt und ohne böse Absicht zu viel Eispulver aufgeschrieben hat. Ein paar Tage später, am Mittwoch der folgenden Woche aber, wird sie eines Besseren belehrt. Noch bevor ihr Sohn nämlich Zeit gefunden hat, einen Brief an die Firma Eismann zu schreiben, erscheint ein weiterer Vertreter in ihrem Geschäft. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Frau Weitzel? Ja, das bin ich. Was gibt's denn? Mein Name ist Holler. Ich komme von der Firma Eismann in Fulda. Ich soll mir hier die Anschlüsse für Ihre Softeismaschine ansehen. Und hier habe ich auch noch die Auftragsbestätigung. Gut, dass Sie kommen. Wissen Sie, der Kollege von Ihnen, der am vorigen Freitag hier war, ja, dem ist da ein Irrtum unterlaufen. Ach. Der hat mir ja viel zu viel Eispulver aufgeschrieben. So, sind Sie da sicher? Mhm. Warten Sie mal, hier habe ich die Durchschrift Ihres Vertrages. Ja, ja, das mit den 160 Kilo Eispulver pro Vierteljahr, das meine ich. Das ist aber doch alles in Ordnung, Frau Weitzel. Sie bekommen den Softeisautomaten kostenlos. Und zu der Dreizapferstandmaschine gehören nun mal 160 Kilogramm Eispulver im Vierteljahr. Aber das geht doch gar nicht. Mein Sohn hat mir das doch auch ausgerechnet, dass das viel zu viel ist. Hier in dem kleinen Dorf, das kann ich doch niemals verkaufen. Ja. Unmöglich. Aber liebe Frau Weitzel, warum haben Sie dann den Vertrag unterschrieben? Sie wissen doch, Vertrag ist Vertrag. Hören Sie, das können Sie mit mir nicht machen. Das muss geändert werden. Ich habe das Angebot angenommen, um etwas dazu zu verdienen. Aber so, da zahle ich doch drauf. Für das viele Eispulver, das wird immer mehr, wohin damit? Und zu guter Letzt wird es doch auch noch schlecht. Tja, da kann ich natürlich wenig machen, Frau Weitzel. Ich weiß, dass unsere Firma auf Einhaltung der Verträge besteht. Wo soll sie denn auch sonst hinkommen? Und die Geschäftsleitung gibt solche Fälle dann gleich an die Rechtsabteilung weiter. Rechtsabteilung? Was soll denn das heißen? Prozess, Gerichtsvollzieher, die verstehen da keinen Spaß. Da war mal eine Kundin, die hat das versucht. Die hat dabei bitter draufgezahlt, das kann ich Ihnen sagen. Die arme Frau. Ich würde den Automaten ja nehmen, wenn nur das viele Eispulver nicht wäre. Sagen Sie, kann man denn da gar nichts machen? Ich meine, gütlich. Warten Sie mal. Sie müssten also in 3 Jahren, so lange läuft ja der Vertrag, in 3 Jahren müssten Sie also für 2.000 im Vierteljahr, für 8.000 im Jahr, Sie müssten also für 24.000 Mark Eispulver abnehmen. Der Automat wird kostenlos aufgestellt. Ja, Moment mal, Frau Weitzel. Vielleicht gibt es da doch noch eine Möglichkeit. Ja, meinen Sie? Ja, wenn Sie den Automaten kaufen und nicht das Eispulver, dann sparen Sie 11.000 Mark. Das wäre die Lösung. Wieso? 11.000 Mark sparen? Ganz einfach. Sehen Sie, die Firma Eismann hat 2 Arten von Verträgen. Entweder sie stellt die Maschine kostenlos auf und verlangt eine Abnahmegarantie für das Eispulver, oder aber sie verkauft die Maschine. Dann können Sie so viel oder so wenig Eispulver abnehmen, wie Sie wollen. Das ist allgemein üblich in der Automatenbranche. Sie meinen, ich soll die Maschine kaufen? Für 13.000 Mark? Aber das geht gar nicht. So viel Geld habe ich gar nicht. Sie müssen natürlich wissen, was Sie tun, Frau Weitzel. Ich wollte Ihnen ja nur aus dem anderen Vertrag heraushelfen. Der kostet Sie 24.000 Mark. Ja, aber... Und was das Bezahlen angeht, das brauchen Sie ja nicht auf einmal zu machen. Das können wir per Wechsel auf 30 Monatsraten verteilen. Das sind 2,5 Jahre. Ja, aber die Maschine rentiert sich doch überhaupt nicht für mich. Selbst wenn ich sie kaufe, meine ich. Tja, wenn Sie nicht wollen, Frau Weitzel, dass ich Ihnen helfe, dann können Sie natürlich auch vor Gericht gehen. Aber ich weiß nicht, ob das für Sie das Beste ist. Tja. Und wenn ich die Maschine jetzt kaufe, was wird dann aus dem ersten Vertrag mit dem vielen Eispulver für 24.000 machen? Der Vertrag wird selbstverständlich dann für ungültig erklärt. Sehen Sie, das wäre dann der neue Kaufvertrag. Da schreiben wir dann ausdrücklich drauf, Pulverabnahme nach Bedarf. Vertrag vom 27.10. ist ungültig. Wenn Sie mal einen Stempel da hätten, dann geht das schneller.
Mit der zweiten Unterschrift geht Frau Weitzel erst endgültig in die sorgfältig aufgebaute Falle. Denn der zweite Vertrag bedeutet praktisch einen außergerichtlichen Vergleich. Und damit beraubt sich die Frau der Möglichkeit, gegen die Firma gerichtlich vorgehen zu können. Nach dem ersten Vertrag hätte diese Chance noch bestanden, wenn Frau Weitzel hätte nachweisen können, dass der Vertreter sich die Unterschrift durch bewusste Täuschungen erschlichen hat. Jetzt hat Frau Weitzel nicht nur den Kaufvertrag für die Maschine, sondern auch noch Wechsel unterschrieben. Damit gibt es für sie keinen Ausweg mehr. Sie muss zahlen, auch wenn es noch so ungerechtfertigt erscheint. Der Automat selbst ist zu allem Überfluss auch noch hoffnungslos überteuert. Dieser Zwei-Stufen-Trick wird im Übrigen nicht nur mit Soft-Eis-Automaten praktiziert. Mit der gleichen Masche werden auch andere überteuerte Geräte unter die Leute gebracht, zum Beispiel Automaten mit Erfrischungsgetränken. Es lohnt sich also, besonders vorsichtig zu sein, wenn eine Firma, die einen einmal hereingelegt hat, plötzlich großzügig wird und ein scheinbar ganz besonders günstiges Angebot macht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, empfiehlt ein altes Sprichwort, und man sollte sich in einer solchen Situation ruhig daran erinnern. Das, meine Damen und Herren, war die 34. Folge dieser Sendereihe. Die nächste Sendung, Vorsichtsfalle, können Sie im Mai sehen. Und damit auf Wiedersehen.